Morning! So, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Shredded Meatloaf das jetzt mittlerweile ist. So. Bam, 74,7. Sieht man schon die Ansätze. Aber das schauen wir uns natürlich alles wie gewohnt. Selb Platz, selbe Stelle. Und hier erstmal 25.3. Das heißt, am 22. habe ich glaube ich angefangen. Das seht ihr im ersten Shred Vlog. Oh, wo ist hier das Stativ? Ja, am 22. habe ich angefangen, also sind es jetzt, da der Februar nur 23 Tage hatte, sind es 1 Monat und 3 Tage. So, ich baue das Ding noch auf. Ich kann ja keine Pause machen, sonst verfälsche ich ja, könnte ich ja irgendwas verfälschen. Von daher machen wir das alles richtig. Shit, die Kamera ist doch abgekackt, so jetzt. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch so circa 74,5 Kilo. Ich bin also sogar richtig zufrieden. So, ich muss noch die Beine streifen. Ja. Das sind auch schon ein paar. Wie gesagt, ich trainiere natürlich Beine, aber bei mir die Definition an den Beinen, das kommt immer ganz, ganz am Schluss und der Oberkörper ist da schon mega, mega shredded. Das ist bei jedem Mensch anders. Also der eine hat schon hier an den Ärmeln richtige Definition, obwohl man noch nicht mal den Bauch sieht. Bei mir ist es umgekehrt. Mein Bauch ist immer so als erstes richtig shredded. Es kommt auch schon wieder leicht hier eine Ader, die sehe ich aber meistens nur abends, wenn ich dann länger sitze und dann aufstehe und auf Toilette gehe. Und dann sehe ich sie schon leicht. Also es dauert nicht mehr lange. Ich denke jetzt noch 10 bis 14 Tage und dann habe ich eigentlich meine Form erreicht, die ich haben wollte. Dann sehe ich genau, was so hängen geblieben ist. Also im Moment läuft es sehr gut. Es wird drauf hinauslaufen, ich denke so 2,5, ja, vielleicht 3. Naja, aber das sehe ich dann, das kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht sagen. Also wir sehen uns später. Ja, ich bereite mir hier gerade mein Post-Workout vor, wie ihr seht. Ofen ist auch schon warm gelaufen. Und ja, ich habe so Gewürze bekommen. Ihr habt ja vielleicht schon mal auf Bilder oder so gesehen. Da werde ich später mal was dazu sagen. Da gibt es ein paar richtig geile, um welche, die mir jetzt nicht so reingehen. Ich habe da mehrere bekommen. Aber Näheres später von mir halt. Genau. Ich habe jetzt hier turboscharfes Gewürz. Das ist richtig Hammer. Und Knoblauchpfeffer auch. Deshalb verwende ich die auch natürlich. Ja. Da gibt es halt welche, die mir jetzt nicht so gut reingehen. Ich hau da jetzt einfach die Gurken rein, boom. Dann kommt hier der Serrano-Schinken, der hat auch gerade 5 Gramm Fett auf 100. Und ja, dann kommt es in den Ofen. Und dann werde ich hier als Dip, werde ich so eine Honey-Mustard-Soße nehmen, die ich selbst gemacht habe. Und diesen Kochkäse. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich sage, hier ist die Honey-Mustard-Soße drauf. Hier dieser Kochkäse. Ja, und da hinten, Standard, bereite ich mir wieder meine
Bose Record Bombe vor. Mal kurz rüberschauen, bam, einer meiner Post-Workout-Bomben, dieses Mal halt mit Paranüsse anstatt irgendwie so ein Nussmus. Einfach klein gemacht mit dem Mörser. Und jo. Zu den Gewürzen, das will ich euch nicht vorenthalten. Das sind die Jungs von Just Spice. Wer die noch nicht kennt, so. Ich habe die gleich mal so platziert, von links nach rechts, also die, wo mir am besten gefallen, bis zu denen, die mir nicht so gut reingehen. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ja, ihr wisst, ich stehe halt auf übelst salzig und scharfe Sachen. Daher ist... Oh, da muss ich gleich mal... Ich habe da was bemerkt. Okay, wir haben hier einmal Knoblauch, Pfeffer, turboscharfes Gewürz, Bratkartoffelgewürz, Rührei-Gewürz, Victors Fitnessküche. Das heißt, ihr könnt hier personalisieren, also irgendeinen Text dazu und das Design auch wählen und dann auch hier die Zutaten bestimmen. Gleich mehr dazu. Italian Arounder und Guacamole. Ich mache die jetzt mal alle auf, dann seht ihr mal, wie die aussehen. Ich habe die Reihenfolge nochmal geändert. Jetzt passt es genau. Ich habe es erst bemerkt, als ich sie offen gehabt habe. Also hier Knoblauch, Pfeffer. Das ist turboscharfes Gewürz, Bratkartoffelgewürz, Victors Fitnessküche, Italian Arounder, seht ihr schon gut was weg, Guacamole Gewürz und das Rührei Gewürz. Oh, der Akku ist gleich leer. Ich lese es euch vor. Knoblauch, Zwiebel, Oregano, Chiliflocken, Meersalz und Thymian. Das geht mir richtig gut rein, ist auch hier am meisten schon weg. Davon müsst ihr eh sparsam umgehen. Chiliflocken, Habanero, grüne Jalapenos, rote Jalapenos, brauner Rohrzucker, Hickory, Rauchsalz. Also der schmeckt richtig, das Habanero schmeckt mal raus. Wer Habaneros kennt, die haben so Pfirsich, schmecken so leicht bisschen nach Pfirsich, aber halt ist es extrem scharfe, richtig geil. Dann hier ist Bratkartoffelgewürz, Meersalz, Paprika, edelsüß Curry, Korianderkörner, Knoblauch, Zwiebeln, Hickory, Raussalz, Buchshorn, Gläser und Muskatnuss. Finde ich auch richtig geil. Also, dann Victors Fitnessküche, das habe ich mir von denen zusammenstellen lassen. Chiliflocken, rote Jalapenos, Telecherry, Pfeffer, Zwiebeln, Tomatenflocken, Paprikaflocken, Petersilie, Italian Arounder, Basilikum, Chiliflocken, Fenchelsaat, Knoblauch, Majoran, Oregano, rote Paprikaflocken, Tomatenflocken, Meersalz, Rosmarin, Salbei, Telecherry, Pfeffer, Thymian und Zwiebeln. Guacamole-Gewürz, Knoblauch, Zwiebeln, Chiliflocken, Telecherry, Pfeffer, Zitronenschale, Tomatenflocken und Habaneros. Und das Rührei-Gewürz, rote Paprikaflocken, Petersilie, Telecherry, Pfeffer, Schnittlauch und Meersalz. Ja, Leute, also ich hätte nicht gedacht, dass, also wirklich, ich habe gedacht, oh, Gewürze, sollen sie mal herschicken, ich teste halt mal ein paar, aber das ist schon krass, so geile Kombinationen, also da haben die sich schon wirklich Gedanken gemacht und es sind halt so richtig geile dabei, also ja, das mal nur dazu, weil einige haben die Bilder schon gesehen gehabt und haben halt nach dem Review dann noch gefragt, wäre ja sowieso gekommen, aber ich habe gedacht, ich baue es jetzt hier mit ein in diesen Vlog. Also Leute, bis dann.